eröffne ich diesen Fachkreis Freiwilligenmanagement zugleich heute ein runder Tisch Zivilgesellschaft Berlin. Wir von der Landesfreiwilligenagentur Berlin freuen uns sehr, dass Sie ihr alle heute zu uns gefunden haben. Wir wissen, was es für eine Endphase, Endspurtphase im Jahr ist und deswegen wissen wir das auch doppelt zu schätzen. Eine doch beachtliche Beteiligung, großes Interesse an diesem Thema und wir haben uns ja auch ein bisschen was rausgesucht, wo es um eine spannende Diskussion gehen soll, nämlich wir haben oft jetzt schon das Thema Freiwilligenmanagement in seiner fachlichen und professionalisierten Entwicklung diskutiert in diesem Fachkreis. Da haben sich eine Menge Dinge dieses Jahr schon entwickelt, unter anderem auch ein, glaube ich, gut beachtetes Positionspapier, das wir von der Landesfreiwilligenagentur zusammen mit dem Paritätischen im Sommer rausgegeben haben. Freiwilligenmanagement sozusagen als Grundlage für eine starke Zivilgesellschaft. Das haben 130 Organisationen mitgezeichnet und das finden wir nach wie vor ein wirklich beachtliches Zwischenergebnis für einen doch schon länger währenden Spurt im Freiwilligenmanagement. Heute aber wollen wir ein bisschen nach vorne schauen und überlegen, ja, was heißt das eventuell in der Konsequenz, wenn wir so weitermachen und über Tarife und Berufsprofil und auch, ich sag mal, die Diversität der Profile im Freiwilligenmanagement reden. Was kann das bedeuten in Hinsicht auf ein Berufsbild? Und da muss man, glaube ich, nochmal genau differenzieren. Das Berufsfeld haben wir oft schon aufgerufen, weil es ist mannigfaltig, auch in der Fachkonferenz Freiwilligenmanagement. Wir hatten dieses Jahr das Thema Engagement, Raum Europa fürs Freiwilligenmanagement. Das ist sogar innerhalb der Länder vergleichbar. Das ist sehr beeindruckend. Da sind wir, glaube ich, nicht auseinander. Aber wenn es um das Berufsbild geht, sozusagen die berufsständische Entwicklung eines immer noch, wenn man so will, jüngeren Branchenzweigs in der großen zivilgesellschaftlichen Arbeitswelt, dann stellen sich doch ein paar Fragen. Und deswegen wollen wir heute mit drei Gästen gerne diskutieren und mit allen hier in der Runde, versteht sich, das ist das Prinzip des runden Tisches. Welche Konsequenzen kann das haben, wenn wir so weitermachen? Was könnte ein Berufsbild bedeuten? Sowohl förderlich im Sinne von ja, mehr Profil, mehr Klarheit, mehr Anerkennung, mehr Stellenwert, vielleicht auch mehr Klarheit hinsichtlich Ausbildung und Vergütung. Also man muss jetzt mal über die harten Fakten auch reden. Aber was kann es eben auch bedeuten hinsichtlich einschränkender Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel, ja, dann sind bestimmte Dinge festgelegt und die kleinen Start-ups könnten eventuell hier nicht mehr so leicht Eingang finden. Ich begrüße deswegen an dieser Stelle ganz herzlich, ich mache das jetzt einfach mal der Reihe nach, wie ich sie auf meinem Zettel vorfinde, Katja Brendel. Herzlich willkommen, Landeskoordinatorin bei Welcome, uns, glaube ich, vielfältig wohl bekannt, auch aus dem Zusammenspiel im Landesnetzwerk. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Katja. Guten Morgen. Genau, das ist der letzte Soundcheck, den wir jetzt hier kurz machen. Das ist immer schön, nochmal zu sehen. Danke, dass du heute dabei sein kannst. Wir wissen, wie angespannt die Zeitfenster sind, aber wir kommen auch gleich zum Punkt. Dann machen wir einen Sprung in den Süden der Republik. Man sieht es ja hier nicht bei unserer Kachel, Mosaik und sonstigen Assemblage. Ich darf ganz herzlich begrüßen Michelle Rotter von FÖBE in München. Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Schönen guten Morgen, Michelle Rotter. Hallo. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr. Wir hatten eigentlich auch gehofft, noch eine Kollegin mit an Bord zu kriegen, aber auch hier gibt es ganz normale Umstände. Sie ist erkrankt. Wir werden nachher ja ein bisschen Einblick bekommen, liebe Frau Rotter, in das, was FÖBE für München in Bezug auf Freiwilligenmanagement, aber auch auf viele andere Bereiche des Förderns bürgerschaftlichen Engagements macht. An der Stelle gute Besserung an die Kollegin, alles Liebe, aber schön, dass Sie da sind. Und ich darf das veröffentlichen. Wir hatten zuletzt auch noch mal intensiven Austausch wegen der Freiwilligenbörse. München, ein Ort, wo auch eine ganz tolle digitalisierte Börse stattgefunden hat. Also von daher, es gibt kollegiale Verbindungen, die man einfach auch in anderen Zusammenhängen sehr zu schätzen weiß. Ja, und dann, last but not at all least, Tosca Holz vom RICAM Hospiz. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass auch Sie heute bei uns dabei sind. Guten Morgen, ich freue mich.
Genau, und wir werden mit Ihnen quasi den Reigen, das ist jetzt schon so ein bisschen das, die Vorstellung auch des Procedures, das wir uns gedacht haben, schließen. Wir wandern also einmal durch die verschiedenen Erfahrungen, aber auch Gedanken und vielleicht die Do's und Don'ts zum Berufsbild mit diesen drei Beitragenden. Und natürlich werden wir im Anschluss auch nochmal das ganze Feld der Diskussionen für alle, die sich hier heute Morgen eingefunden haben, öffnen. Also bitte jetzt schon auch eigene Fragen notieren. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir die drei Beiträge interviewartig gestalten, erstmal so ein bisschen nachfragen. Und dann gibt es sicherlich auch nochmal die ein oder andere Sachnachfrage. Aber die Debatte würden wir gerne, wenn es recht ist, im Anschluss an die drei Beiträge sozusagen als Gesamtdiskussion ermöglichen. Ja, soweit erstmal von mir. Ich finde das eine ganz spannende Veranstaltung, weil wir unter Umständen auch ein bisschen Einfluss nehmen können. Das dürften wir, glaube ich, nicht unterschätzen, was dieser Fachkreis schon alles bewegt hat. Deswegen nur Mut. Ich ermutige alle jetzt schon mal. Wenn nicht, dann einige kennen mich ja schon in meinem Moderationsverhalten. Ich bin auch so frei und frage nochmal nach. Freundlich und nett, aber doch, dass wir sozusagen ein bisschen, ja, mal aus dem Nähkästchen plaudern heute. Ich fände es nicht schlecht. Susanne, dann gebe ich an dich jetzt ab. Du bist, glaube ich, auf Position 1, wenn es um die Interviews geht. Ja, vielen Dank, Carola, für diese wunderbare Einführung. Und ja, ich bin auf der sogenannten Pole Position. Susanne Eckert, mein Name, Landesfreiwilligenagentur Berlin. Und ich koordiniere den Fachkreis Freiwilligenmanagement. Und ich freue mich jetzt auch sehr, mit einer hochgeschätzten Kollegin in Kontakt zu treten. Und ich glaube, wir haben auch so fast zeitgleich mit unseren beruflichen Wegen im freiwilligen Management angefangen. Lang ist es her. Und liebe Katja, auf der Internetseite von Welcome steht, dass du besonders die Vielfältigkeit der Aufgaben schätzt. Und ich glaube, über diese Vielfältigkeit auch im freiwilligen Management wollen wir heute auch nochmal sprechen, wie divers eigentlich auch dieses Feld ist. Und liebe Katja, als Landeskoordinatorin von Welcome hast du ja auch nochmal einen guten Überblick über alle Standorte in Berlin. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, dass du einen kurzen Blick uns nochmal auf die Strukturen oder einen kurzen Einblick gibst. Wie funktioniert Welcome? Wie tickt Welcome? Besonders auch nochmal im Hinblick auf Freiwilligenmanagement und Freiwilligenkoordination. Liebe Susanne, das mache ich doch wirklich sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, es sind ja eine ganze Menge bekannte Menschen hier in der Runde, nicht alle. Deshalb vielleicht zwei Sätze erstmal zu dem, was wir bei Welcome machen, wer wir sind und was sozusagen vielleicht auch die Besonderheit meines Blicks auf das Feld Freiwilligenmanagement und Freiwilligenkoordination ist, was sich daraus ergibt. Welcome ist eine Organisation, die es seit 2002 gibt, also jetzt fast 20 Jahre bundesweit und die größte bundesweite Organisation zur Unterstützung junger Familien. Und das tun wir, indem wir Freiwillige zu den Familien schicken, die dann dort, ich sage immer wie Oma, Tante, beste Freundin, für eine gewisse Zeit den Familien unter die Arme greifen, um die neue Situation, die dadurch entstanden ist, dass entweder das erste Kind oder ein weiteres Kind geboren wurde, gut bewältigen zu können. Also Zielrichtung junge Familien, gesundes Aufwachsen von Kindern. Das ist das, worum es inhaltlich geht. Und das machen wir halt eben in der Verbindung von Freiwilligen, die die alltagspraktische Hilfe bei den Familien leisten und Koordinatorinnen vor Ort, die alle Fachkräfte sind, meistens Sozialpädagoginnen und vergleichbare Berufsausbildungen vorweisen. Weil an der Schnittstelle, wir befinden uns im Feld des präventiven Kinderschutzes, ist es natürlich wichtig, gut aufgestellt zu sein, hören zu können, worum geht es bei den Familien, ist das eine Herausforderung, die ich mit dem Einsatz einer Freiwilligen gut beantworten kann oder braucht die Familie etwas anderes, braucht die Familie etwas zusätzlich und dann entsprechend beraterisch und weitervermittelnd tätig werden zu können. Bundesweit haben wir 230 sogenannte Standorte und die Besonderheit bei Welcome ist, dass es halt nicht eine in sich geschlossene Organisation ist, wo es eine, genau, also bundesweit 230 Standorte. Die große Besonderheit besteht halt darin, dass Welcome nicht multipliziert, indem lauter kleine Welcome-Einheiten
aufgebaut werden an den Standorten, sondern über ein sogenanntes Social Franchise-System multipliziert wird. Das heißt, wir schließen Kooperationsverträge mit Einrichtungen, Trägern, die es schon gibt und die schon gute Arbeit in der Arbeit mit Familien leisten. In Berlin, für das ich zuständig bin, haben wir derzeit 17 Welcome-Standorte, sind damit in allen Berliner Bezirken vertreten und ich darf mit 12 sehr unterschiedlichen Trägern zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der Uferfabrik in Tempelhof. Vera Lüthers sitzt ja auch hier, ist einer unserer Standorte. Bibbin-Nachbarschaftsheim Schöneberg, aber auch mit kleineren Trägern wie Geburt und Familie zum Beispiel in Charlottenburg, also zwischen Trägern mit mehreren tausend Angestellten bis halt zu Trägern mit 20 Mitarbeitenden ist da alles dabei. Sehr unterschiedliche Hintergründe, sehr unterschiedliche Historien, sehr unterschiedliche Trägerkulturen. Und dann komme ich da halt als Landeskoordinatorin und schieße immer so ein bisschen quer rein. Das ist sehr reizvoll, das ist sehr faszinierend. Das ist was mich durchaus seit 15 Jahren dabei hält, diesen Job immer noch mit sehr viel Freude halt zu machen. Aber es macht halt eine Besonderheit auch mit Blick aufs Freiwilligenmanagement. Also die Freiwilligenkoordinatorin, die ein Welcome-Team, meistens sowas um die 15 Ehrenamtlichen, wenn es gut aufgestellt ist, koordiniert, ist natürlich vor Ort immer eine Kollegin, die dafür eine begrenzte Anzahl von Stunden hat und weitere Tätigkeiten, Aufgaben in dem Träger hat. Na, manchmal ist es eine Kollegin, die im Familienzentrum des Trägers arbeitet. Manchmal ist es eine Kollegin, die ein weiteres Freiwilligenprojekt koordiniert. Manchmal ist es jemand, der beraterisch tätig ist. Ganz unterschiedlich. Häufig ist Welcome sozusagen die kleinste berufliche Baustelle der Kollegin. Das ist dann auch schon eine Herausforderung sozusagen in dem, wie wir Zusammenarbeit organisieren können. Und ich bin halt dafür zuständig, sozusagen als Landeskoordinatorin ein Stück weit Aufgaben des Freiwilligenmanagements für dieses eine Themenfeld quer zu den Trägerstrukturen reinzubringen. Das heißt, ich stehe als Unterstützungsressource, als Beraterin für die Teamkoordinatorin zur Verfügung und habe so eine kleinen Aufgaben wie ein einheitliches Qualitätsentwicklung und Management natürlich quer zu den Organisationsstrukturen aufrechtzuerhalten, weil das ist das, was wir halt bundesweit zusichern mit der Multiplikation, dass überall, wo Welcome draufsteht, nachher auch Welcome drin ist. Dazu braucht es halt Verabredungen, dazu braucht es Zusammenarbeitsstrukturen, um das sicherzustellen. Eine zum Beispiel ist die Schulung, die alle Welcome-Koordinatoren durchlaufen. In den zurückliegenden 15 Jahren, ich habe dann gestern mal nachgezählt, weil ich es dann selber mal spannend fand, habe ich über 70 Kolleginnen geschult. Also als Welcome-Koordinatorin ein Tätigkeitsschwerpunkt liegt natürlich da in der Freiwilligenkoordination. Also das ist eins der großen Themen. Und das wundert euch ja auch nicht, was mir dann auch mal besonders am Herzen liegt, Ihnen das halt eben gut zu vermitteln. Weil im Regelfall kommen die Kolleginnen nicht aus dem Freiwilligenmanagement, sondern eben eher aus der Zusammenarbeit mit Familien, aus der Zusammenarbeit mit Kindern oder Eltern. Danke, Katja, für diese Bandbreite auch und für den kurzen Einblick in, ja, ich würde auch sagen, dein dieses strategische Freiwilligenmanagement, was ja auch deine Funktion ist. Mich würde interessieren, wenn du jetzt die geballten 15 Jahre Erfahrungswissen im Hinterkopf hast, hat sich das Anforderungsprofil oder das Profil jetzt auf im Hinblick auf Freiwilligenkoordination, also wir bleiben jetzt erstmal auf der Ebene von euren Koordinatorinnen, hat sich da etwas verändert? Ist es gestiegen, ist gewachsen? Die Tätigkeiten, haben die sich verändert? Ja, es hat sich, gut, du hast natürlich deine Handlungsroutinen, ne? Die kennen wir alle in der Freiwilligenkoordination. Es geht immer darum, ich muss Freiwillige finden. Ich muss die irgendwie an Bord holen. Ich muss vorher gucken, sozusagen, passt das? Also wie ist die Motivationslage? Passt das zu dem, was wir machen wollen? Sind die da gut einsetzbar? Ich schließe Vereinbarungen. Ich versuche sie halt im Boot zu halten und irgendwann also gut zu begleiten, zu motivieren, zu qualifizieren und eben gut in ihren Einsätzen sozusagen zu begleiten. Und irgendwann, wenn sie halt wieder aussteigen, dann natürlich auch gut zu verabschieden. Also sozusagen von den Routinen hat sich nichts erstmal im Grundsätzlichen verändert, aber es sind natürlich neue Themen hinzugekommen und es hat sich gesamtgesellschaftlich haben sich Dinge verändert, die wir natürlich spüren. Also der Anteil an Freiwilligen, die
nicht mehr langfristig sich committen und über viele Jahre bleiben, ist im Laufe der Zeit natürlich, ja, man sagt schon natürlich, nee, also ist im Laufe der Jahre halt angestiegen, der ist größer geworden. Also wenn wir, also als wir gestartet sind, habe ich natürlich auch die innere Vorstellung gehabt, ach, wir kriegen jetzt da lauter Seniorinnen, die sind alle ganz rüstig, weil heutzutage sind ja Menschen im Alter immer noch ganz fit und mobil und so, und die steigen dann ein, keine Ahnung, mit Renteneintritt oder kurz vorher und machen das dann die nächsten 10 Jahre. Ist natürlich, ja, Gott sei Dank, ein paar davon haben wir auch, aber wir haben eben auch ganz viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen, also 18 ist die jüngste. Wir haben auch viele so mit zwischen Mitte 30 und 50, also aus sehr unterschiedlichen Gründen, in sehr unterschiedlichen Lebensphasen. Also da eine deutlich gestiegene Diversität, Altersdiversität erstmal. Zum Zweiten ist natürlich das Thema Diversität eines, was sich mit dem Verändern der Gesellschaft natürlich auch verändert und quer reinspielt. Also unsere Bemühungen sozusagen wirklich offen für alle zu sein, entsprechend halt auch nach außen zu tragen, ist einmal eine kommunikatorische Herausforderung, aber eben auch eine Herausforderung nachher im Umsetzen, ne? Also wir haben zum Beispiel irgendwann dann angefangen, Flyer in vielen verschiedenen Sprachen in die Welt zu bringen, um dann irgendwann festzustellen, kann manchmal auch schwierig sein, weil ich natürlich dann auch Menschen anspreche, die über die Ansprache erwarten, sozusagen, dass sie dann auch in ihrer Muttersprache begrüßt werden, wenn sie sich dann melden. Wenn ich die Kompetenz dann aber nicht im Haus habe, um halt auf Serbokroatisch mit jemandem zum Beispiel zu kommunizieren, habe ich mir erstmal ein ordentliches Eigentor geschossen. Also da auch Umgehensweisen zu finden, wie können wir das machen, wo sind da aber auch die eigenen Handlungs- und Ressourcengrenzen, wie kriegen wir es trotzdem hin? Ich finde, da gibt es auch Entwicklung, da spielt dann das Thema Digitalisierung wieder eine Rolle. Da bin ich dann froh, dass wir viele junge Leute natürlich auch in den Teams haben, die da ganz viel drauf haben, die dann auf kreative Ideen kommen, auf die wir vor 15 Jahren noch nicht gekommen wären. Wir hatten gerade einen Einsatz, eine junge Mutter vor 14 Tagen erst aus dem Ausland, aus der Türkei nach Berlin gezogen, bekam hier ihre Zwillinge, landete bei uns völlig überfordert, weil hier halt eben komplett ohne Netzwerk. Wir haben eine Ehrenamtliche gefunden, die in den Einsatz geht, und sie hatten keine gemeinsame Sprache. Es wurde dann gelöst über ein permanentes WhatsApp-Telefonat mit der Schwägerin in Köln. Also auch da sozusagen sich auf Sachen einzulassen, kreativ damit umzugehen, neue Möglichkeiten zu nutzen, ist natürlich ein Thema, was uns immer wieder bewegt und wo es dann immer um Lernschleifen geht, die miteinander halt herzustellen. Und das machen wir einmal halt auf der Berliner Ebene. Das ist sozusagen unser Berliner Kreis, wo ich dann immer auch dafür sorge, dass gute Beispiele durchgehen durch die Landschaft und sich hoffentlich auch bei den anderen Kolleginnen dann gut verankern. Und was wir dann als zweites halt auf der bundesweiten Ebene natürlich auch spielen. Also das ist der große Vorteil dieser großen Organisation, dass man natürlich an vielen Stellen gute Ideen dann voneinander übernehmen und weiterentwickeln kann. Ja, danke. Also ich nehme schon mal mit, dass sich im Bereich der Freiwilligenkoordination, dass die Anforderungen dort immens gestiegen sind, dass es sich verändert hat, und würde jetzt auch gerne nochmal auf die Ebene vom Freiwilligenmanagement, also deine Perspektive auch nochmal schauen. Sind dort die Anforderungen gestiegen? Und vielleicht auch gleich als zweite Frage, was würdest du dir wünschen für das vielleicht ein zukünftiges Berufsbild Freiwilligenmanagement? Wenn ich mir was wünschen dürfte, also ich habe ja das große, große Glück, dass meine Stelle ganz gut ausgestattet ist hier in Berlin. Das ist durchaus ja auch nicht in allen Bundesländern so bei Welcome. Würde ich mir vor allem im Moment erstmal wünschen, dass meine Teamkoordinatorinnen alle ein vernünftig ausgestattetes Stundenkontingent hätten. Also wir haben da nach wie vor eine große Bandbreite und nach wie vor auch sehr große Unterschiedlichkeiten in der Finanzierung unserer Wahlkampfstandorte, und da erstmal eine Einheitlichkeit herzustellen, wäre mein erster großer Wunsch, weil zwischen einer Kollegin, die halt mehr als 10 Stunden zur Verfügung hat, und einer, die das Ganze mit 5 Wochenstunden bewegt, sind halt große Unterschiede, was für mich die Herausforderung mit sich bringt, von wem an welchem Standort kann ich denn jetzt eigentlich auch was an Commitment und Mitarbeit an übergreifenden Geschichten gerade erwarten und wo halt eben nicht. Das Zweite, was momentan uns wirklich sehr
umtreibt oder auch mich sehr umtreibt, ist halt auch eine hohe Dynamik. Wir merken den Fachkräftemangel durchaus, auch bei den Standortkoordinatoren. Wir merken dort die Kehrseite dessen, dass momentan in der Kinder- und Jugendhilfe eine ganze Menge Geld ausgeschüttet wurde, weil viele Projekte jetzt auch gewachsen sind, was bei uns zu einer ganzen Reihe an Wechseln in den Teamkoordinationen geführt hat, weil halt die Kolleginnen, die da vorher das mitgemacht haben in ihren anderen Tätigkeitsbereichen, jetzt Stundenaufwächse hatten, sodass halt neue Kolleginnen gefunden werden mussten, die jetzt gerade halt erst neu an den Start kommen. Und ich bin mit dem Blick, weil das war ja jetzt die Frage und auch letztlich unser Thema heute, Berufsbild, Freiwilligenmanagement, mir wirklich mit mir selber noch nicht einig. Auf der einen Seite finde ich es großartig, was wir auch schon in den zurückliegenden Jahren geschafft haben, durchaus auch mit der Diskussion darüber, an Sichtbarkeit für das Themenfeld zu erlangen. Und wenn wir über Berufsbilder reden, haben wir natürlich eine Chance, da noch mehr Beachtung und auch mehr Anerkennung dafür zu bekommen. Und da denke ich wirklich in mehrere Richtungen. Das ist einmal durchaus auch in den Organisationen eine größere Sichtbarkeit dafür, was leistet eigentlich eine Freiwilligenkoordinatorin oder was leistet ein Freiwilligenmanager in einer Organisation, hat auch da sich noch nicht immer durch alle Organisationsbereiche meiner Meinung nach hinlänglich rumgesprochen. Das Zweite, auch in Netzwerken, also gerade im Feld der Kinder- und Jugendhilfe, bei uns dann zunehmend das Feld ja auch der frühen Hilfen, wenn wir so zeitig bei den Familien sind, hat sich ja eine sehr, sehr starke Arbeit in Netzwerken entwickelt. Auch da gibt es nach wie vor viele Situationen, in denen ich das Gefühl habe, dass die Professionalität des Handelns meiner Meinung nach noch nicht in dem Maße wahrgenommen wird, wie ich mir das wünschen würde. Und zum Dritten natürlich gegenüber Förderern. Ist das etwas, wenn wir klarer sind, wenn wir klarer die Professionalisierung und Professionalität darstellen können, was durchaus förderlich sein kann. Jetzt komme ich zum Aber. Wenn ich mir die Landschaft anschaue, haben wir eine hochdiverse Landschaft mit Menschen mit sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, mit sehr vielen Quereinsteigern, mit sehr unterschiedlichen Zusatzqualifikationen. Also durchaus das Feld der Fort- und Weiterbildung zum Freiwilligenmanagement ist ja auch sehr bunt. Und durchaus ja auch eine ganze Reihe erfolgreicher Autodidakten. So, und das finde ich wiederum auch sehr reizvoll und sehr charmant und sehr schön. Und ich bin dann immer ein bisschen am Überlegen, wenn wir jetzt mit mehr Formalisierung daran gehen, was heißt das dann und was macht das dann? Also erstens, wie kann man so einen Transformationsprozess steuern, der es ja dann sein würde? Wie halten wir die Tür aber trotzdem auf für Quereinsteiger? Weil ich möchte auf diese Menschen nicht verzichten. Ich finde sie zu großen Teilen einfach wirklich großartig. Und also es ist ja auch immer noch mal ein neuer Anreiz, über den Tellerrand zu blicken. Und ich finde, das ist so ein Kerngeschäft auch von Freiwilligenmanagement, immer wieder über den Tellerrand zu blicken, über die Grenze zu denken. Ich bin da immer ganz stark bei Bert Brecht, der irgendwann mal sagte, ich gehe immer zu weit, sonst geht es nicht weiter. Ich finde, das ist so ein Kernding, was Freiwilligenmanager irgendwie häufig tun. Zumutung sein für ihre Organisation, weil sie ständig mit irgendwelchen neuen Ideen kommen und immer noch was anderes mal machen wollen. Und ich glaube, wenn wir dann halt eine sehr starke Formalisierung haben, irgendwann dann vielleicht sogar einen Masterstudiengang und das ist dann das The One and Only Variante, dann weiß ich nicht, ob das nicht dann auch so ein bisschen zu einer Verarmung halt eben führen kann. Das würde mir Sorge machen. Und ja, vielleicht so viel dazu erstmal. Ich glaube, da sind wir auch voll in der Debatte mit, ich sage es mal, Chancen und Risiken auch drin. Und mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon fast die magischen 20 Minuten erreicht, liebe Katja. Deswegen, du hast uns jetzt ganz viel Futter und Input für die kommende Diskussion gegeben. Und an dieser Stelle möchte ich noch fragen, gibt es erstmal Rückfragen, also die jetzt noch nicht zu stark in die Diskussion hineingehen? Gerne via Chat.
Klasse, ist ein toller Moment, weil Katja hat, glaube ich, ganz viele Stichworte geliefert. Ich habe bei mir auch nochmal sowas aufgeschrieben wie Strukturentwicklung eines Berufsbildes. Welche Vor- und Nachteile hat das? Marginalisierung des ganzen Bereichs eben, ja, freiwilligen Management. Also von der Pike auf klein, wir haben das, solange ich jetzt hier auch in der Ausbildung das überblicke, und das sind jetzt über 20 Jahre, hatten wir immer Leute, die das spontan gemacht haben und sehr gut, genau wie du sagst. Und es wäre ein Jammer, wenn man diesen Persönlichkeiten einfach die Chance nähme. Also da sind wir, glaube ich, in einer extremen Spannung zwischen zwei großen, wichtigen Polen. Und an der Stelle gebe ich jetzt einfach mal weiter und sag nochmal, wie schön, dass wir heute mit Ihnen, liebe Frau Rotter, in München verbunden sind. Ich habe mitgenommen, Sie sind selbst auch im Freiwilligenmanagement tätig. Das heißt, Sie haben da durchaus einiges an Erfahrungen, aber auch im Bereich als Managerin für Corporate Social Responsibility. Das sind dann nochmal sozusagen die unternehmerischen Zugänge. Aber geben Sie uns doch vielleicht als erstes einen kleinen Überblick, was macht Phoebe? Phoebe ist ja auch ein Player, der hat sich schon gut etabliert in München, das muss man sagen. Und ich habe da auch schon die Gelegenheit gehabt, vor Ort mit dabei zu sein. Also viel Netzwerkarbeit für die Stadt, viel Fachlichkeit. Stellen Sie uns gerne erstmal Phoebe und Ihre eigene Aufgabe sehr gerne dar. Wir freuen uns. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank und für die Chance, dass ich bei so einer tollen Runde, wie Ihre Runde das ist, dabei sein kann. Ich hoffe, man hört mich gut. Heute in der Früh hat mich mein Laptop verlassen. Ich bin jetzt mit dem Handy dabei. Genau. Ansonsten geben Sie gerne Bescheid. Ich versuche laut und vor allem langsam zu sprechen. Ich rede gerne schnell. Genau. Also ich komme von der FÖBE, Förderstelle für bürgerschaftliches Engagement. Wir sind seit 1999 schon in München unterwegs und quasi bottom-up entwickelt worden. Eigentlich aus einer ähnlichen Runde wie bei Ihnen. Ganz unterschiedliche Trägerschaften aus der Kultur, aus dem Umweltbereich, aus dem Sozialen haben sich zusammengetan, weil auch schon 99 hat man gemerkt, diese Freiwilligen, also vor allem jetzt hier in der Stadt München, die sind so ein bisschen eigensinniger, als man so gedacht hat. Die wollen viel mitbestimmen und die wollen so ganz kurz nur dabei sein. Und ja, Hilfe, wie machen wir denn das? Also, weil wir als Organisationen, also ich spreche da, diese Runde war eher halt sehr aus dem sozialen Bereich, sehr, sehr querbeet, von Wohlfahrtsverbänden bis Initiativen, die für Familien, Senioren da sind. Und die hatten halt alle diesen Trend gemerkt. Und daraus ist quasi aus dieser Runde ist entstanden, da hat sich eine Person hervorgetan, die dann auch quasi Phoebe, also die initialisiert hat, um zu sagen, okay, ich schaue mal, wie schaut es denn bundesweit in Deutschland aus? Wie macht es die EU? Ich habe viel quasi die Fühlerchen nach außen gestrickt und neuen Input gebracht und das so nebenbei gemacht und die Runde geleitet. Und daraus ist die Idee entstanden, boah, das sind so tolle Informationen, an die kommen wir hier gar nicht. Jetzt braucht es eine Stelle, die genau das organisiert, die unsere Gruppe in Austausch bleibt, aber auch Informationen von außen reinbringt in diese Gruppe, die immer schon mit Freiwilligen zusammenarbeitet. Und so ist die FÖBE entstanden. Und ja, wir haben ein großes Glück hier in München, dass wir eine Stadtpolitik und Stadtverwaltung haben, die das immer schon sehr schätzt. Und auch eine Person war damals schon in dieser Runde dabei aus der Stadtverwaltung, die mit gespitzten Ohren da saß und gemerkt hat, da läuft ja ganz schön viel und das kommt meiner Stadt ja zugute. Und wenn sich Menschen engagieren, ist es total wertvoll. Und deswegen haben wir immer schon vom bürgerschaftlichen Engagement gesprochen. Das war so ein bisschen Politikum auch. Also bei uns ist alles gut, nicht nur dieses, was man vielleicht mit Ehrenamt verbindet, sondern auch eine politische Meinung ist gefragt. Auch das ist Engagement. Und das hat die Stadt erkannt und gesagt, okay, wir richten da jetzt Fördertöpfe ein. Und Stand heute, das finden wir ganz toll, ist bei uns hauptsächlich das Sozialreferat ein großer, großer Förderer, der wirklich Kleinstinitiativen Geld gibt, Wohlfahrtsverbände fördert, Organisationen, Vereine wirklich querbeet. Also ich habe die Zahl nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, es sind schon mittlerweile mehr als 7 Millionen Euro, die jetzt rein in diesen Bereich bürgerschaftliches Engagement runtertröpfeln. Und das komme ich jetzt auch so ein bisschen zu FÖBE. Aus diesem Ursprungskreis, das ist, was wir jetzt Forum bürgerschaftliches Engagement nennen. Wir treffen uns nach wie vor, die FÖBE koordiniert das.
Wir haben uns auf 25 Organisationen begrenzt, aber die Themenhalter sind. Wir haben das Netzwerk Morgen dabei, der Migrantenorganisationen, da sind über 100 Migrantenorganisationen vernetzt. Das ist ein Netzwerk, das sitzt bei uns in diesem BE-Team dabei, das Selbsthilfezentrum aus der Kultur, aus der Umwelt, verschiedene Kleininitiativen, viele große und kleine Vertreter aus dem sozialen Bereich und eine Person aus dem Sozialreferat, weil die dann quasi Seismograf ist, was wir da bottom-up mitbekommen, wie entwickelt sich ja, Engagement, bürgerschaftliches Engagement und es dann gleich mittragen kann wieder in die städtische Verwaltung. Und, da sind wir ganz stolz drauf, das hat auch Philbe initiiert, wir haben unterschiedliche Referate in der Stadt München und jedes Referat hat quasi uns nachgebildet. Also es gibt eine Person, die das bürgerschaftliche Engagement in ihr Referat, ob das Kulturreferat ist, Gesundheitsreferat, Sozialreferat, hat eine Person, die dieses Thema BE aufrecht hält. Die fördern nicht alle, leider noch nicht. Das ist vielleicht dann auch ein Ziel. Genau. Ich hole so weit aus, weil wir sind sehr, sehr bunt, sehr, sehr divers unterwegs in München. Und wir von der Philbe haben dieses eine Netzwerk, dieses eine Gremium nach wie vor. Wir haben aber auch ein politisches Gremium jetzt. Wir haben den Fachbeirat bürgerschaftliches Engagement, wo auch wieder ganz diverse Vertreterinnen, aber auch so, ich sag mal, das klassische Ehrenamt drin sitzt. Also ein Vertreter von der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel sitzt da drinnen. Jemand, eine Einzelperson, die sagt, ich bin eine junge Person, die Person ist Anfang 20 und die präsentiert jungen, engagierten Menschen. Und die geben wieder Empfehlungen, wie ist jetzt speziell auch hier in der Corona-Pandemie-Zeit Engagement gelaufen, was ist der Bedarf? Die schreibt einen Bericht und das diskutiert die Politik in München. Genau, aber jetzt weit hergeholt, zurück zu unserem Thema, was wir auch machen aus diesem Arbeitskreis. Also wir bei der Philbe sind 7 Personen aktuell, vielleicht noch so viel dazu. Auch sehr divers, also von unseren Hintergründen her, wir sind halt eher auf einer Metaebene. Sie haben es schon gesagt, ich habe mich mal fortbilden lassen. Es gibt in Nürnberg von der Hochschule dieses zertifiziertes freiwilligen Management. Das habe ich auch mitgemacht. Das geht ein ganzes Jahr über 7 Module. Und so diskutieren wir auch in München. Wir differenzieren zwischen freiwilligen Koordination und freiwilligem Management. Und die Philbe bietet mit ihren unterschiedlichen Netzwerkplattformen, wo wir echte Organisationen treffen, Bedarfe besprechen, auch diese Dynamik. Also genau das, wo wir jetzt gerade aufgehört haben, in dieser Runde zu diskutieren, wie sinnvoll ist denn das, so einen Beruf einzuführen und wie wichtig ist das auf der anderen Seite, da scheiden wir da klar. Wir haben, und da versucht die Philbe auch das immer, wir beraten zum Beispiel kostenfrei, egal wer kommt, eine Initiative, die sagt, in meinem Münchner Stadtviertel möchte ich mit Freiwilligen mich engagieren, wie mache ich denn das? Dann kommen die erst zur Philbe, wir vermitteln sie natürlich zur Freiwilligenagentur, aber wir sind keine Freiwilligenagentur, die mit echten Freiwilligen arbeitet. Wir sind so die Metaebene. Wir versuchen, dieses wilde, bunte Feld zu sortieren. Und wir versuchen, wir haben aus diesen Arbeitsgremien sogenannte Mindeststandards fürs bürgerschaftliche Engagement schon in den 90er Jahren entwickelt. Und die sind ganz handgeschreckt, bisschen das, was man bei Freiwilligenkoordination auch macht. Ob du jetzt eine Initiative bist oder eine große Organisation, schau bitte, dass du eine verlässliche Person findest, die sich um die Freiwilligen kümmert. Die soll immer eine Ansprechperson sein, die soll dich erstmal ein bisschen begleiten, einarbeiten, das, was wir alle wahrscheinlich unter Koordination verstehen. Die muss aber jetzt nicht bezahlt sein. Und wir haben da so 10 Stichpunkte entwickelt, auch zum Thema Versicherungen, wie gestalte ich das gut, wie verabschiede ich gut, wie läuft Anerkennung, ganz hands-on, damit eben auch Kleinstinitiativen, wir haben das zum Beispiel ganz stark gesehen, als die als Geflüchtete nach München gekommen sind, haben in jedem Münchner Stadtviertel waren wir brutalst aktiv, was total toll ist und viele Initiativen waren plötzlich aufgeploppt und die haben sich auch geweigert zu sagen, nee, ich will jetzt nicht so organisiert unterwegs sein. Aber die haben wir zum Beispiel auch eingefangen und gesagt, schaut her, das ist unsere Erfahrung, nutzt ein paar Dinge daraus, dann funktioniert Gruppenarbeit einfach ganz gut. Und die waren dann wieder ganz froh darüber, dass es eine Philbe gab, die sie gefunden hat. Also sie machen ganz viel auch
wir kommen, Kommstruktur, wenn wir das erfahren. Also wir sind schon viel im sozialen Bereich unterwegs, muss man auch ehrlich sagen. Es gibt eine starke Nachhaltigkeitsbewegung in München, die natürlich auch bürgerschaftlich freiwillig engagiert sind. Tickt ein bisschen anders. Die sind auch noch, sage ich mal, ungebundener. Also die machen das sehr nebenbei, mit brutalst viel Energie und Arbeitsaufwand. Aber da zum Beispiel ist es sehr interessant zu sehen, die stehen so da, wo wir in den 90er Jahren stehen und fangen wieder an, sich zu fragen, vielleicht braucht es ja doch jemanden, der unsere Gruppe koordiniert und Freiwillige begleitet. Genau, so divers sind wir bei der Vögel unterwegs. Bleibt können wir da vielleicht an der Stelle schon mal in den Themenkomplex einsteigen? Weil ich glaube, das ist sehr hilfreich jetzt, dass wir die Struktur im Hintergrund auch verstehen. Und ich sag mal, rund herausgesprochen, also es ist ja kein Zufall, dass wir uns als Artverwandte, die Landesfreiwilligenagentur und Vöbe, da mit der Meta-Struktur quasi gesucht und gefunden haben. Mich würde nochmal speziell interessieren, Sie haben das erwähnt, dass Sie selbst auch eine Qualifizierung gemacht haben im Rahmen einer Hochschule. Das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, was wir, glaube ich, heute mal richtig anschauen müssen. Und leider ist es uns nicht gelungen, heute für den Kreis jemand aus einer Hochschule zu gewinnen. Ist einfach aus terminlichen Gründen nicht zustande gekommen. Aber macht das einen Unterschied? Also Sie haben jetzt gerade sehr präzise angesprochen, Frau Rotter, wie unterschiedlich die AkteurInnen aufgestellt sind, von spontan rein und ich mache mal und ich will auch gar nicht jetzt irgendwie, ich sag mal, da zurecht qualifiziert werden, wenn man es jetzt mal so ein bisschen böse darstellt. Ich bin schon selber eigenwillig und eigenständig genug in meiner Koordinationsfähigkeit bis hin zu eben Mindeststandards, Rahmenbedingungen, Qualitätskriterien. Das ist also auch bei uns eine langzeitige Diskussion gewesen. Und natürlich empfehlen wir viele Dinge, aber es ist immer wieder eine Frage, wie tickt eine Organisation? Was passt zu ihr? Wie sind da bei Ihnen die Trends? Also zwischen, ich sag mal, Hochschulqualifizierung, tut das gut als Hintergrund? Wie nehmen Sie selber eine Referenz dazu auf? Und das andere ist natürlich, also wo sehen Sie da so die Entwicklung hingehen? Wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, ja, wir machen hier ein schickes Berufsbild, und das ist jetzt alles sozusagen festgelegt. Und ne, also ich spiele jetzt ein bisschen den Advocatus Diabolus. Könnte das auch einzelne AkteurInnen und Gruppen und Szene abschrecken? Also jein, weil wir das schon ein bisschen leben können in München. Weil wir ja klar, also wenn ich wir sage, das ist hauptsächlich der soziale Bereich. Wir sind da schon sehr, sehr weit. Und das hat die Stadtverwaltung München, die da fördern, unterwegs ist und auch Stiftungen, die fördern, verstanden. Wir unterscheiden zwischen der Koordination und eben so einem Management. Wir von der Vöbe zum Beispiel gehen auch in die katholische Hochschule zu den Sozialpädagogen und haben da, wir dürfen da so ein Praxisseminar auch bieten zum Thema freiwilligen Koordination, weil wir auch da sehen, die können mal davon was hören, weil die vielleicht in diesen Organisationen mal landen werden und das nebenbei tun sollen. Und wir sind eigentlich mehr so ein bisschen Lobbyisten geworden für das, es muss, wenn ich mit Freiwilligen arbeiten möchte und je engmaschiger ich mit diesen Freiwilligen arbeiten möchte, wenn es jetzt so eine Paten-Mentoring zum Beispiel Geschichte ist, gehen wir sogar mittlerweile eher dazu, zu sagen, nee Leute, das muss eine Person sein, die, damit es gut läuft und ich als Freiwilliger und meine Zielgruppe gut dahin, also miteinander gehen können, brauche ich einen starken Freiwilligen. Und dafür brauche ich eine starke Person, die diese Freiwillige auf dem Schirm hat, auch als Mensch gut koordiniert. Und wir diskutieren ja sehr viel mit Nürnberg, wo auch diese Hochschule zum Beispiel angesetzt ist, die diesen freiwilligen Manager auch durchführt in 7 Modulen. Weil wir gerade bei solchen, wo ich Freiwillige engmaschig begleiten sollte, sollte es eine Professionalisierung hergeben, auch eine bezahlte Stundenweise. Wir gehen mittlerweile sogar ganz streng und sagen, Mentoring, enges Mentoring, Patenprojekte, 30 Freiwillige für eine Vollzeitstelle. Genau. Weil wir es damit klar hervorheben wollen, das macht man nicht nebenbei. Wir haben das, was Frau Brendel auch gesagt hat, viele Menschen sind sehr engagiert, die mit Freiwilligen arbeiten, aber die machen das immer so nebenbei. Wir haben den Münchner Flüchtlingsrat, die organisiert 1.000 Engagierte, eine Person 10 Wochenstunden. Das geht so gar nicht.
weil die alles Mögliche machen, von enger Anbindung bis ich sage dir eine Aufgabe und lass dich alleine laufen. Und da muss man eine Balance finden, deswegen jein. Es muss nicht eine Hochschule sein, die mich ausbildet, auf gar keinen Fall. Wir machen jetzt, wir von der FÖBE selber nächstes Jahr zum Beispiel genau für so Kleinstinitiativen an 3 Tagen so ein Modul. Wir nennen das Freiwilligen Koordination Basismodul. Uns geht es hauptsächlich darum, Menschen, die sagen, ich mache das ein paar Stunden, dass die ein Gefühl bekommen, es ist immer eine Gruppenarbeit. Und da gibt es immer Konflikte, wie ticken Menschen. Das ist ein großer Faktor beim der Koordination von Freiwilligen. Da gehen wir zum Beispiel in diesen Basismodul rein. Wie von der FÖBE können es kostenfrei anbieten. Das ist auch ein, also das ist auch manchmal Hindernis zu sagen, ich kann mir diese Ausbildungen nicht leisten, weil hier in Nürnberg ist es wirklich teuer. Dieser Manager, der kostet über 1.000 Euro, den kann ich mir zwar wieder zuschussen lassen, aber das ist so richtig, ja, hoch angesetzt. Und ja, das kann durchaus zu Spaltung führen. Ich würde noch gern ein Beispiel, ich weiß, die Zeit schwindet, zum Beispiel dahin bringen, weil wir viele Wohlfahrtsverbände auch in München haben und die setzen jetzt mittlerweile ganz strategisch drauf, sogenannte freiwilligen Manager einzustellen, und die differenzieren klar und die greifen zu diesen Personen, die sich da dezidiert haben, ausbilden lassen. Und da gibt es eine große Hierarchie. Also die, es gibt Menschen, es gibt hier so einen Münchenstift, heißen die, das ist ein Seniorenheim, die haben 7 Häuser, die haben eine freiwillige Managerin, die haben eine eigene komplette Strategie für diese Organisation entwickelt, die hat ein eigenes Budget bekommen und in jedem dieser 7 Häuser gibt es freiwillige Koordinatoren. Und die sind alle sehr, sehr gut geschult worden. Also die haben zum Beispiel gesagt, nö, du darfst sein, wer du willst, von deiner ursprünglichen beruflichen Herkunft, aber du musst dich fortbilden, sonst kannst du diese Position nicht bei uns bekommen. Die sind jetzt vielleicht nicht immer gut bezahlt, aber das ist schon ein Hindernis. Das spaltet tatsächlich vielleicht, gibt aber eben auch die Chance, immer zu zeigen, nee, also nur wir können mit 800 Freiwilligen zusammenarbeiten, weil wir eben auch sehen, da braucht es auch Bezahlung dafür und echte Arbeitszeit. Genau. Das ist ein hervorragender Punkt, den wir gleich mal weiter in die Diskussion mitnehmen müssen. Also Spalten ist natürlich auch eine Gefahr für die Szene, denke ich. Auf der anderen Seite haben Sie sehr klar gemacht, dass wir zwischen Marginalisierung und Hochprofessionalisierung auch Finanzspannen haben, sowohl in der, im Erwerb von Qualifizierung, aber nachher auch in der Erträglichkeit einer Beruflichkeit. Ja? Ich muss ja vielleicht irgendwann auch überlegen, was verdiene ich damit und wie komme ich als professionelle Kraft in diesem Sektor weiter. Ich habe jetzt eine Frage von Ralf-René Gottschalk. Magst du sie bitte selber stellen? Vielen Dank, Frau Rotter, für die ganz vielen Informationen. Und am Anfang Ihres Beitrages habe ich ganz viel gehört, wer sozusagen an Kommune, Stadt und Verwaltung da mitgespielt hat und welche Abteilungen da drin sind, etc. etc. Jetzt habe ich aber erst zum Schluss gehört, auch das Stichwort Wohlfahrtsverbände oder Organisationen, die ja auch ein Player sind, die ja nochmal möglicherweise eine andere Haltung und Sichtweise haben, um auch auf die Politik einzuwirken, weil letztendlich die, die Zuwendungsgeber sind für solche Projekte, letztendlich ja auch irgendwo über einen politischen Weg eine Einflussnahme nehmen. Und wenn man dann keinen Gegenpart hat, zum Beispiel durch Wohlfahrtsverbände, wie hier zum Beispiel den Paritätischen in Berlin, könnte es zu einer Schieflage kommen, gerade auch was dann im Mindeststandards anbelangt, Spaltung statt Einbindung von Vielfalt und Diversität. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen? Gerne. Also deswegen wurde bewusst eine FÖBE gegründet und es wurde nicht an einen Wohlfahrtsverband oder an eine Stadtverwaltung geknüpft, dieses Büro, was wir sind, genau aus diesem Grund. Also ja, wir haben, alle großen Wohlfahrtsverbände haben auch ein Arbeitsgremium bei uns in der Stadt München bekommen. Aber die Idee war so ein bisschen, diesen Bottom-up-Gedanken zu behalten. Also die FÖBE ist an einen kleinen, kleinen Verein angedockt, als Konstrukt, damit wir, damit uns Kleinstinitiativen auch vertrauen, das muss man ehrlich sagen. Wenn wir jetzt, ich sage einfach irgendwie, das ist der Paritätische Wert oder die Caritas, sie machen wunderbare Arbeit, aber das ist ganz oft ein Hindernis für diese Netzwerkarbeit und ich sage jetzt mal, Lobbyarbeit, die auch die FÖBE macht, diese Stadtverwaltung. Das ist ganz oft ein Hindernis, wenn man großer Träger ist als Überbau, der jetzt dieses Thema in eine Stadt und zu fördern voranbringen möchte. Genau, deswegen wurde diese FÖBE aus Bottom-up eben gegründet. Genau.
Aber klar, also die sitzen bei uns in Arbeitsgremien drinnen, mit denen sind wir ganz eng auch natürlich in einem Verbund, damit quasi aus ähnlichen Sprachen, also immer die gleiche Sprache aus anderen Gremien kommt. Auch zu Unternehmen, auch zu Stiftungen, weil das ist gut an einer großen Stadt, dass viele, die wollen sich engagieren, auch als Firma, also auch fördern. Und die wollen auch in Kontakt treten mit Menschen, die freiwilligen Koordinatoren sind. Also die, genau. Und da vermitteln wir auch als Föwer und versuchen da immer einheitlich zu sagen, okay, achtet darauf, dass ihr in jeder Einrichtung gute Ansprechpersonen habt. Genau. Aber ich hoffe, das ist so ein bisschen beantwortet. Ja, ich glaube, es macht nochmal das Kontinuum deutlich, was Sie gerade darstellen, Frau Rotter. Und René, du hast natürlich zu Recht angesprochen, wie sieht es aus bei den, sage ich mal, größeren Playern. Aber wir hatten ja auch gesagt, diese Quereinsteiger, das hatte Katja schon gesagt, und die Leute, die sozusagen wirklich aus dem blanken Engagement kommen, die sind eben auch wichtig. Die sind sozusagen ein wesentlicher Treiber, eine Treiberin für eine gesunde gesamtgesellschaftliche Situation. Ich glaube, das ist insoweit auch ganz wichtig, was Sie nochmal gesagt haben, dass es einen ehrlichen Mittler gibt für diese Fragestellung. Also Phoebe, ich kenne es jetzt aus unserer Arbeit absolut genauso auch, jemand, der keine Eigeninteressen damit verfolgen würde, sondern eben tatsächlich versucht, die in verschiedenen Kulturen der Anfrage zu lesen, zu verstehen, aufzunehmen und dann auch wieder zu vermitteln im weitesten Sinne. Und wir haben dann wahrscheinlich erstmal das ganze Spektrum dabei, wenn ich das jetzt so mal als Zwischenbilanz hier von unserer Diskussion kurz sagen darf, von, ich sag mal, spontan im Zuge der ganzen Zuwanderung von Geflüchteten haben sich ja unheimlich viele Bündnisse gegründet. Willkommensbündnisse hießen die bei uns zum Beispiel, die einfach gesagt haben, also hier muss sofort was passieren. Wir als Bürgerinnen und Bürger machen was. Nichts mehr koordinieren mit Freiwilligmanagement, zack, blankes Engagement. Das war ja dann auch eine Frage, wie es denen nach einem Jahr geht mit dem blanken Engagement. Da kommen auch Überforderungssituationen und ich sag mal, bei allem, was man positiv unterstellen möchte, einfach auch schwierige Engpässe zustande. Umgekehrt braucht es wahrscheinlich einen Zug, einen Übergang in Richtung Professionalisierung, Standards, Mindestabsprachen, auch dann, wenn wir in ein Berufsfeld gehen, und ich sage das jetzt hier bewusst als Feld, und dann zum Berufsbild kommen wollen. Also das ist jetzt so das Bild, was ich gerade habe. Da braucht es quasi alles. Wir brauchen auch die kleinen Impulse aus der bürgergesellschaftlichen Bewegung, also Sie haben gesagt bottom-up, wir könnten ja auch sagen, die sozialen Bewegungen spielen durchaus eine große Rolle, glaube ich, dabei. Ohne politische, sozialpolitische Bewegungen wäre da vieles wahrscheinlich gar nicht entstanden. Und vielleicht, es wird uns ja, glaube ich, immer wieder auch zugute gehalten, sind Bürgerinnen und Bürger durchaus ein Korrektiv auch für staatliches Handeln. Das wäre schade, wenn dieses Spannungsfeld nicht dabei wäre. Gibt es noch Fragen an Frau Rotter an der Stelle? Wir kommen ja nachher nochmal in die Diskussion. Wenn ich jetzt gerade keine im Chat oder erhobene Hände sehe, würde ich sagen, das war ein wunderbarer Einblick in das, was Sie machen. Ich glaube, es ist auch sehr klar geworden. Vielen Dank für Ihre Strukturerläuterung. Wir können da, glaube ich, aus der Berliner Sicht eine ganze Menge anfangen. Und es war verrückt, nochmal zu sehen, ja, bei uns ist es quasi 88 losgegangen, bei Ihnen in den End-90er Jahren, aber wir hatten immer einen engen Draht zu München und da ist sehr viel Strukturähnlichkeit. Also es muss eine Zwangsläufigkeit gegeben haben, dass es zu diesen Mittlerorganisationen kam, dass es eben auch die Ansprache von Kleinst- bis Großorganisationen braucht und dass der Netzwerkgedanke ein ganz wesentlicher ist. Vielen Dank, Frau Rotter. Und es ist witzig, ich hatte mir auch Kontinuum notiert hier auf meinen Zettel. Und ja, wir kommen jetzt zu einer dritten Perspektive. Und du hast es angekündigt. Und die dritte Perspektive wird doch die Perspektive auch einer Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzenden sein. Ich begrüße herzlich Tosca Holz. Tosca, du bist Betriebswirtin und bringst, so habe ich dich jedenfalls kennen und schätzen gelernt, ein unwahrscheinlich anpackendes, aber auch strategisch denkendes Wesen mit dir. Denn du bist nämlich auch systemische Organisationsentwicklerin und systemische Organisationsberaterin. Und liebe Tosca, ich würde dir einfach auch jetzt mal den Raum geben wollen, dass du kurz nochmal das RIKAM-Hospiz, die RIKAM-Hospiz GmbH vorstellst. Und ich weiß, bei euch hat sich ja auch in den letzten Jahren viel verändert. Hallo zusammen.
Das sind ja, wow, das sind ja Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, denen kann ich jetzt gerecht werden, liebe Susanne. Ja, ich sag mal kurz was zum RIKAM-Hospiz. Wir sind eine gemeinnützige GmbH in der Trägerschaft der RIKAM-Hospiz-Stiftung. Wir sind seit 1998 auf dem Markt mit dem ersten stationären Hospiz, haben ungefähr in der gleichen Zeit einen ambulanten Hospizdienst gegründet und haben uns 2020 im Februar, also die allerbeste Zeit für eine Gesundheitseinrichtung, nochmal vergrößert und haben, was wir immer ganz stolz sagen, Berlins erstes teilstationäres, also das Tageshospiz eröffnet in unserem Hospizzentrum. Wir sind im Schnitt so plus minus 100 Mitarbeitende, die verteilt sind auf die verschiedenen Häuser. Und was den ambulanten Hospizdienst betrifft, würde ich jetzt mal sagen, sind das mit dem Fachgebrauch, den wir heute ab und zu mal hatten, alles Freiwilligenmanagerinnen. Also wer die Geschichte der Hospizbewegung nicht ganz so kennt, die ist entstanden aus reiner Freiwilligkeit, aus reinem Engagement und ist heute noch, einerseits sind wir gesetzlich verpflichtet, mit Ehrenamt zu agieren. Also ohne Ehrenamt würde es keinen Ambulantendienst geben. Ohne Ehrenamt würde es auch viele Tätigkeiten im stationären Hospiz nicht geben. Basierend auf dieser Geschichte haben Hospize im Schnitt um die 30, 40 ehrenamtlich Mitarbeitende. So in Berlin. Das ist so der Schnitt. Ein stationäres Hospiz hat so für verschiedene Bereiche. Bei uns bezieht sich das, ich sag mal, auf alles, was nicht die Pflege ist, wird ehrenamtlich unterstützt. Also alles, was ist Küche, Hauswirtschaft, Pflanzen, Blumen und dann die Begleitung. Also wirklich so diese Kümmerung am Bett, am Gast, das wird bei uns ehrenamtlich unterstützt. Das ist stationär und teilstationär. Teilstationär kommt nochmal hinzu, dass gegebenenfalls Ideen entstanden sind, die wir nicht mehr ganz so umgesetzt haben nach 2 Jahren Erfahrung teilstationär, dass da Menschen kommen, die Kurse anbieten, die Gruppen anbieten. Also das war so vor, als wir das teilstationäre Hospiz geplant haben, hatten wir Ideen wie, boah, da kommen die Menschen und dann wollen die bei uns gärtnern und dann wollen die Yoga machen und Pilates machen, damit sie noch länger zu Hause bleiben können und damit sie Kraft tanken. Nee, die sind auch krank. Also die wollen kein Yoga, die wollen kein Pilates und das Gärtnern bezieht sich auf, ich fahre dann mal mit dem Rollstuhl durch den Garten und guck mal ans Hochbeet und dufte. Aber nichtsdestotrotz wird das ja alles begleitet von ehrenamtlichem Engagement, weil das sind alles Sachen, die können wir trotz unseres guten Pflegestellensatzes nicht leisten. Ne? Also auch da zeigt sich immer wieder bei uns, wie wichtig Ehrenamt ist. Nochmal eine Schippe drauf ist die ambulante Hospizarbeit. Also ambulante Hospizarbeit ist eine Koordinatorin, koordiniert im Schnitt 15 ehrenamtlich Mitarbeitende. Und nur dann wird diese Arbeit bezahlt. Wir haben im Schnitt immer zwischen 80 und 100 ambulante ehrenamtlich Mitarbeitende. Und die dementsprechende Anzahl an Koordinatorinnen, die Menschen aussuchen, ausbilden, koordinieren und dann immer wieder im engen Kontakt dran sind, Fortbildung zu entwickeln, Supervisionen mitzuentwickeln, also immer im stetigen Austausch und in der stetigen Entwicklung sind.
Und ich denke, der Unterschied zu bestimmten anderen Bereichen ist, Koordinatorinnen, also im ambulanten Hospizdienst heißen sie eben nicht Freiwilligenmanagerinnen, sondern Koordinatorinnen, die müssen eine Ausbildung haben. Es ist gesetzlich zwingend vorgesehen, dass sie möglichst aus der Sozialarbeit kommen. Es kommen auch welche, das muss man dann aber immer sehr, sehr, sehr detailliert mit den Krankenkassen ausdiskutieren und bestätigen, aus der PalliativkrankenschwesterInnen, wie wir sagen, Tätigkeit. Und zusätzlich gibt es im Hospizbereich eine Ausbildung für das Führen von Ehrenamtlichen und für die Organisation und die Koordination von Ehrenamtlichen. Ohne diese beiden Zusatzkurse, die sicher mit den 7 Modulen Freiwilligenmanagement nicht vergleichbar sind, aber ohne diese beiden Kurse erfolgt keine Refinanzierung durch die Kassen. Und das haben wir zum Beispiel im stationären Hospiz noch nicht. Da kämpfen wir immer auch mit der Finanzierung. Also es gibt in der Rahmenvereinbarung für Hospize gibt es einen Stellenschlüssel, der heißt, ein stationäres Hospiz bekommt eine 0,2er Stelle für die Koordination von Ehrenamtlichen. Und bis vor 4 Jahren lief es auch so, dass die ehrenamtlich Mitarbeitenden im ambulanten Hospiz ausgebildet wurden und sind dann ins Stationäre gewechselt. Und dann gab es aber in der Rahmenvereinbarung einen Wechsel im Text. Bis dahin hieß es, das stationäre Hospiz ist ein integraler Bestandteil eines ambulanten Hospizdienstes. Da ging das alles noch. Und dann hat sich unser Verband entschieden zu schreiben, das stationäre Hospiz arbeitet mit dem ambulanten Hospiz zusammen. Und haben aber, ich sag's mal außerhalb des Protokolls, nicht nachgedacht. Was zieht das alles nach? Weil dann kamen natürlich die Kassen und haben gesagt, wie, ihr lasst eure Ehrenamtlichen noch von dem ambulanten Hospizdienst ausbilden. Weil, das habe ich ja noch nicht gesagt, ehrenamtlich arbeiten im Hospiz heißt ein Grundkurs und ein Aufbaukurs, in dem die Menschen natürlich die wesentlichsten Basics kriegen für die Arbeit, was Kommunikation mit Sterbenskranken betrifft, was bestimmte Momente in den Pflegehandlungen betrifft, so dass sie zumindest damit umgehen können, ohne das zu tun, was es heißt, also jetzt zum Beispiel Essen anzureichen, ne? Also was sie ja nicht dürfen, aber sie kriegen selber gelehrt, wie fühlt sich das an? Also wie geht das dann eigentlich? Bis dahin, dass natürlich alle lernen müssen, wie grenze ich mich ab? Wie gehe ich damit um, dass ich Menschen zu Hause begleite? Und dann, es kann passieren, die sterben in meinen Armen oder ich habe die Sterbesituation und die gesamte Familie fällt heulend zusammen, sehr übertrieben gesagt. Aber das lernen die in diesen Kursen. Also arbeiten als ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin darf keiner ohne Kurs dazu, ne? Und mit der Entscheidung, dass ein stationäres Hospiz das jetzt alles selber macht, müssen wir als stationäre Hospize, und da sind wir noch lange nicht so weit, wo, glaube ich, andere freiwilligenbasierte Unternehmen oder Vereine sind, müssen wir jetzt rauskriegen, was braucht es dann für ein stationäres Hospiz? Was braucht die Koordinatorin, um das gut machen zu können? Was braucht es, um diesen Kurs zu organisieren? Das ist jetzt was wir wirklich learning by doing und von unserem ambulanten Hospizdienst lernen. Zur Ausbildung der Ehrenamtlichen und eben die Ausbildung der Koordinatorinnen. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, ne? Einerseits, es ist immer das Engagement, was man braucht. Und andererseits sag ich auch gerne,
ich bin ein Fan der Berufsspaltung. Und wenn ich mir so einen ambulanten Hospizdienst angucke, jetzt aus mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Hospizarbeit, wenn da Krankenschwestern sitzen und SozialarbeiterInnen, der Teil der Verwaltung, der Teil der Struktur und des Managements, der fehlt immer. Und den müssen sich diese Menschen mühsam aufschaffen. Und wenn die Bedeutung in so einem Berufsbild oder in einem Berufsfeld das miteinander verbinden kann, dann halte ich das für keine schlechte Idee. Weil ich auch ganz glaube, ganz fest, das wird immer mehr werden. Wir werden noch mehr auf freiwilligen Engagement, auf Ehrenamt angewiesen sein. Wir haben es jetzt in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, wie viel sich auch nicht nur durch die Flüchtlingsgeschichten, sondern auch durch die Menschen sind alleine zu Hause, jetzt bilde ich mal eine Gruppe und kaufe ein oder was auch immer. Und das sind ja immer die kleinen Schritte im freiwilligen Engagement. Und wenn wir die ins Große gehen, es ist gut, weil Frau Schafsterich sagte das auch, diese Flüchtlingsinitiativen, wo stehen die heute? Ne? Durch diese Überforderung, weil sie eben keine Kraft, keine Zeit, vielleicht auch nicht die das Wissen hatten, wie bilde ich diese Netzwerke? Wie strukturiere ich was? Wie gehe ich wirklich mit meinem, bis hin zu, wie gehe ich mit meiner Software um? Um eben Sachen gut zu gestalten und gut managen zu können. Und insofern glaube ich, wären wir alle gut beraten, wenn wir uns auf den Weg zu einem Berufsbild freiwilligen Management begeben und trotzdem nie vergessen, wo kommt das her? Wo kommt Freiwilligenarbeit her und wie haben sich Menschen gefunden, um sich zu engagieren? Und auch, viele wollen sich nicht in einer langen Struktur engagieren, sondern die wollen spontan mal was machen. Und wenn ich das ganz kurz zum Schluss noch sagen kann, ich habe nämlich jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, das haben wir vorhin auch gehört, die Veränderung im Ehrenamt oder im Freiwilligen. Bereich. Das Hospiz hatte genau die am Anfang, Frau Brendel, von denen Sie gedacht haben, die kommen. Es waren die Pensionärinnen, die Lehrerinnen, die jetzt gesagt haben, oh, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Oh super, Hospiz ist ein toller Zweck. Es waren die Hausfrauen, die dann entschieden haben, Hospiz ist ein toller Zweck. Und das für uns jetzt zu bemerken in den letzten Jahren, dass nicht nur diese Riesenfreude, oh wow, jetzt kommen sie alle, jetzt kommt die gesamte Bevölkerungsdichte, was der Hammer ist, was so großartig ist, wenn ich Kurse eröffne oder Zertifikate übergebe und da sitzen die 20-Jährigen, da sitzen die 40-Jährigen, die sagen, ich habe eine Vollzeitstelle. Aber ich mache das, ich komme dann halt immer am Sonntag, ich mache bei euch den Empfang oder ich habe das jetzt so getimt, ich komme Freitag von 17 bis 21 Uhr. Was wirklich großartig ist, was aber für uns auch hieß, eine 20-jährige durchwandernde Vorgehensweise zu verändern und zu sagen, nee, wir können nicht mehr verlangen, dass die jede Woche 5 bis 10 Stunden kommen und dass die uns das zusagen, sondern wir nehmen das, was sie uns anbieten und gucken, wie wir das gut managen können. Und auch das ist wieder ein guter Punkt, wenn das jemand macht, der da auch ein paar Skills mehr hat, ne? Der eben weiß, wie strukturiere ich, wie schreibe ich vielleicht einen Dienstplan, was ja auch jetzt nicht so einfach ist, kann uns das allen helfen und die Arbeit nochmal auf eine andere Art gestalten und doch einfacher machen. Weil, also was ich gemerkt habe, ganz ehrlich, also einerseits, jetzt sage ich immer, unsere Ehrenamtlichen,
sind das Sahnehäubchen auf unserer Arbeit. Auch wenn die kommen und sagen, oh, und dann hat die Pflege gesagt, wir haben heute gar keine Zeit für euch und was auch immer. Wenn ich versuche zu sagen, Leute, wir machen eine richtig gute Arbeit und ihr seid das Sahnehäubchen da drauf. Lasst euch das nie wegreden, wegdiskutieren. Ihr seid großartig. Und früher habe ich gesagt, das sind die Perlen bei uns. Das hat mich ehrlich gesagt, das kann ich ganz von reinem Herzen sagen. Das hat mich fasziniert. Das kannte ich vorher nicht. Ich kannte das nicht, dass Menschen Zeit, Energie, Kraft und Liebe schenken und das, weil sie es möchten. Und nicht, weil einer dasteht und sagt, du musst das jetzt machen, du kriegst am Ende des Monats 3,50 Euro dafür, sondern das sind Menschen, die sich entscheiden, das zu tun, für unsere Gäste, für unsere Patienten und für uns. Und ehrlich, da ziehe ich jeden Tag den Hut davor und bin ganz dankbar dafür. Ja, danke, Tosca. Also man spürt förmlich auch, finde ich, die Leidenschaft, die da auch mitschwingt. Ich hätte noch eine Verständnisfrage, weil ich nicht weiß, ob auch allen in der Runde auch klar ist, wenn man nicht so in den Hospizstrukturen drinsteckt. Die Schulung der der KoordinatorInnen, ist es eine Inhouse-Schulung oder wird die bei einem anderen Träger vorgenommen? Wer schult eure EhrenamtskoordinatorInnen? Das macht ein anderer Träger und in der Regel hier in Berlin noch die Wannsee-Akademie. Mhm. Es gibt ein genaues Curriculum, nach dem die geschult werden müssen. Vielen Dank, Tosca. Ich würde auch noch in die Runde fragen, gibt es erstmal jetzt Rückfragen zum Beitrag von Tosca? Die sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann von meiner Seite aus, ich danke dir. Und damit, liebe Carola, wollen wir das zu der Diskussion eröffnen? Ja, sollten wir zwingend die Diskussion eröffnen. Ich glaube nämlich, Rückfragen ist das eine, aber spontane oder sonstige fachliche Reaktionen, daran wäre uns jetzt gelegen. Also danke, Frau Holz, dass Sie nochmal den Aspekt aufgenommen haben des Schlüssels. Ich ziehe jetzt mal zwei Schlüssel zu Rate. Ich habe das für mich so notiert, wenn ich es recht verstanden habe. Eine Freiwilligenkoordination im Hospizbereich hat durch gesetzliche Regelung eine sozusagen Korrespondenz mit 15 Ehrenamtlichen auf der anderen Seite. So, richtig? Genau, so steht es in der ambulanten Vereinbarung. Und die Koordinatorinnen und auch die Hospize versuchen das immer eher wegzudiskutieren, weil das ist eine komische Zahl. Bei manchen ist es einfacher, bei manchen nicht. Ja. Aber die Kassen halten sich sehr strikt daran und gucken immer genau, wie viele Stellen sind besetzt, wie viele Ehrenamtliche haben sie. Mhm. Aber das schafft Ihnen ja sozusagen auch eine Arbeitsgrundlage. Also ich fand es sehr, sehr bemerkenswert, dass Sie nochmal gesagt haben, Sie sind ein freiwilligenbasiertes Unternehmen. Das habe ich mir aufgeschrieben, das fand ich hervorragend. Für mich war bisher das Stichwort Freiwilligenorganisation durchaus schon ein handelbares. Das ist nicht immer gang und gäbe, aber viele Organisationen begreifen erst im Zuge ihrer Zusammenarbeit, dass sie eigentlich freiwilligenbasiert sind. Sie haben das ganz genauso definiert. Und ich gebe jetzt noch mal eine andere Zahl mit rein aus unserem Beratungsforum Engagement für Geflüchtete. Und ich sehe die Kollegin ja hier anwesend und lade zur Mitdiskussion herzlich ein. Da haben wir nämlich auch immer die ewige Schlüsseldiskussion, wie es so schön heißt. Und die ist jetzt noch mal ganz anders. Da sind es nämlich eine Freiwilligenkoordinatorin, die heißt da Ehrenamtskoordinatorin, zu 500 BewohnerInnen in Einrichtungen. Unterkünfte für Geflüchtete. Das macht, glaube ich, nochmal ein Aspekt des Berufsbildes aus. Und der ist, glaube ich, jetzt mehrfach beleuchtet worden von allen drei Beitragenden, wie, ich sag mal, themenspezifisch wir wahrscheinlich auch die Betreuungsintensität betrachten müssen. Also zwischen 1 zu 15 und 1 zu 500 liegen ja Welten, muss man einfach mal so sagen. Und deswegen wäre das zum Beispiel ein Punkt, den wir garantiert nicht, Entschuldigung, wenn ich das so vorwegnehmen würde, verreglementiert haben wollen. Ja, also, weiß ich nicht, man kann eine Quersumme bilden, da würden aber sofort alle auf dem Baum sitzen, die da jetzt gerade mal sich nicht wiedergegeben sehen. Und was Sie also sehr gut dargestellt haben, Frau Holz, bin ich Ihnen sehr dankbar, das ist Ergebnis einer langjährigen Aushandlung. Das ist jetzt nicht gerade so über Nacht
über irgendjemand gekommen, sondern das ist, glaube ich, ein harter Deal. Das muss man, glaube ich, auch nochmal respektieren. Also ich würde das gerne hier nochmal reingeben. Sie helfen uns denn solche Standards? Also wir haben jetzt über Qualifizierung geredet. Ich habe jetzt diese Schlüsseldebatte nochmal reingegeben. Wir haben das Selbstverständnis, also diese freiwilligen basierte Organisation, Unternehmen. Das ist ja nochmal ein Leitbildgedanke. Das hat auch Frau Rotter nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, hier, ich sag mal, die Aufklärungsleistung zu investieren, dass Einrichtungen sich überhaupt so verstehen und auch eine gemeinsame Basis haben, darüber in einer Stadtgesellschaft, in einem Netzwerk zum Beispiel darüber zu reden. Ich sehe von Katja eine erhobene Hand und gucke aber gleich nochmal in die Runde und bitte auch in die Chat zu in den Chat zu schreiben, Meldung einfach, das sehe ich am allerschnellsten. Ja, Katja und dann Helga, genau. Ich finde die Diskussion darüber, wie Ausstattungssituationen sind, hochspannend. Also wenn wir da im Fachkreis zum Beispiel noch ein bisschen mehr zusammentragen könnten, um da nochmal eine Basis zum Weiterdenken zu haben, finde ich das schon gut. Ansonsten denke ich aber auch, dass die Settings und Handlungslogiken so divers sind, dass wir uns wahrscheinlich keinen Gefallen tun würden, da jetzt einen einheitlichen Wert irgendwie finden zu wollen. Also bei Welcome sind wir den Weg gegangen und haben nur einen Mindeststandard definiert, der dann bundesweit sehr unterschiedlich nach oben schwankt. Leider sozusagen in manchen Kommunen auch das mindestens nicht gelesen wird, wenn es um die Diskussion für Förderung geht. Das ist immer so ein bisschen die Problematik. Das sehe ich dann sehr stark bei mir halt eben als querlaufende freiwillige Managerin, das überall wieder in die Diskussion halt reinzubringen. Ich glaube, es braucht sozusagen an der Stelle immer viel auch Transparenz darüber, vor welchem Hintergrund, aus welchen Entwicklungen und Settings hat sich eine bestimmte Zahl entwickelt und aber eben auch eine selbstkritische Haltung und Beobachtung der Veränderungen im Arbeitsfeld, an welchen Stellen braucht es Nachjustierung. Ne? Also Also bei Welcome haben wir diese Mindeststundenzahl von 5 Wochenstunden Freiwilligenkoordination, unter dem sozusagen würde der Vertrag auch gekündigt werden. Das ist eine kleine Zahl, ist gekommen aus den ersten Multiplikationserfahrungen, die waren in Hamburg und in Schleswig-Holstein, bezogen auf eine Kommune 50.000 Einwohner. Dort habe ich aber eben auch dann ein Netzwerk, was zu bespielen ist, was ich bin jetzt mal ein bisschen holzschnittartig unterwegs, aus einem Bürgermeister, einer Apothekerin, 2 Kinderärzten und 4 Hebammen besteht. Da hat sich halt einfach in unserem Themenfeld unglaublich viel getan. Und spätestens seitdem wir die Netzwerke Frühe Hilfen haben, die zwar auf der einen Seite viel bündeln, auf der anderen Seite aber eben auch viel abverlangen an Einbindung ins Netzwerk, hat es da natürlich viele Veränderungen gegeben, was Notwendigkeiten an Zeitvolumina auch angeht. Also man muss dann wirklich einfach eben immer schauen und die Veränderungen kommen nicht immer unmittelbar natürlich aus dem freiwilligen Management handeln, sondern teilweise auch aus anderen Situationen. Wo stehen wir? Was passt jetzt noch? Was passt jetzt nicht mehr? Und die Dynamik innerhalb unserer Landschaft der Engagierten, die haben wir ja vorhin schon angesprochen. Natürlich zieht das Notwendigkeiten an zeitlichen Mehrbedarfen nach sich. Also allein schon so eine simplen Sachen, habe ich ein Team mit lauter Seniorinnen und Senioren, die man mit großer Freude regelmäßig zum Frühstück einladen kann und dann tauchen da auch alle auf. Oder habe ich halt ein Team, wo ich eine 18-Jährige, 2 Studierende von Mitte 20, 3 Erwerbstätige von um die 50 und noch 4 Seniorinnen habe, die kriege ich gar nicht mehr zu einem Termin zusammen, sondern muss schon da, um im Gespräch zu bleiben, ganz unterschiedliche Settings zu unterschiedlichen Tageszeiten anbieten. Na, dann kommt hinzu, ich muss häufig Termine zu Zeiten machen, die eigentlich nicht zu den Kernarbeitszeiten gehören, um Erstgespräche zu führen, gerne auch mal abends 20 Uhr, weil ich die Leute ansonsten gar nicht kriege. Und wenn wir aber den Schatz des Engagements heben wollen, braucht es auf der anderen Seite unglaublich viel Flexibilität. Und ein zweiter Gedanke noch,
wer Zeit und Zuwendung schenkt. Ich finde, Frau Holz hat das eben unglaublich schön dargestellt am Beispiel der Hospizarbeit. Wir können es, glaube ich, für viele andere Themenfelder einfach so unterschreiben. Also das erlebe ich bei unseren Freiwilligen ganz genauso. Der verdient natürlich bestmöglichste Rahmenbedingungen. Also der verdient auch qualifizierte Menschen, die wissen, was sie tun in ihrer koordinierenden oder in ihrer Management-Funktionsrolle. Das schon. Also von daher, ich bin ein großer Fan davon, Menschen dafür zu qualifizieren und ihnen gutes Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit sie einfach einen guten Job machen können für die Freiwilligen. Mhm. So. Super. Und inwieweit wir das in ein Berufsbild gießen, müssen wir einfach diskutieren. Wir nehmen jetzt mal mit Zwischenstand. Ich habe 3 Wortmeldungen und sportliche 10 Minütchen dafür, aber wir schaffen das alles. Nochmal zu dem Stichwort höhere Flexibilität, neue Gruppen. Das könnte ein Standard werden. Ich mache jetzt mal eine paradoxe Verschreibung. Ne? Also das, was sozusagen eine Anforderung ist, wenn wir Freiwillige wirklich gut einbinden wollen in Organisations- und Netzwerkstrukturen, muss diese Organisation eine hohe Flexibilität haben. Dann habe ich mitgenommen, wir brauchen sowas wie Mindestanforderungen. Also es gibt so eine Ebene, unter die wir nicht drunter fallen dürften. Und das Letzte, was ich nochmal wichtig fand, Transparenz der Entscheidung, warum entscheiden wir uns so? Und ich habe mir nochmal sowas aufgeschrieben wie ein Starter-Kit für Freiwilligenkoordination. Das wäre auch so ein Mindestanforderungsthema. Sophia, du hast hoffentlich nicht deine Hand jetzt gerade wieder heruntergenommen. Nein, 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 bitte da bleiben. Wir gehen jetzt weiter mit Helga Krull, Ralf René und Sophia. Ich bitte jetzt um gerne kompakte Beiträge. Und wenn wir ein paar Minütchen überziehen, ich fürchte, deswegen rauscht hier dieses Diskussionsgrüppchen nicht gleich auseinander. Okay, liebe Helga. Ja, ich leite ja den Großelterndienst hier in Berlin seit fast 17 Jahren mittlerweile. Und uns gibt es eben seit 1989. Angefangen mit einer ganz kleinen Gruppe und damals schon eine Projektleiterin Vollzeit. Mittlerweile hatten wir mal kurz 500 Wunschgroßeltern mit einer Projektkoordination. Also um das mal so ein bisschen auch in Relation zu bringen, wie sich das verändert im Laufe der Zeit und trotzdem die Koordination bei einer Person bleibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch öffentlich zu machen, dass es ganz unterschiedliche Projekte gibt in der Freiwilligenarbeit, wo aber manche eben extrem viele koordinieren. Ich über ganz Berlin, das muss man dann eben auch sehen. Das war ja gerade eben das Beispiel hier mit der Altersdiversität in den Gruppen. Aber das ist auch die räumliche Diversität. Die kriegt man nicht alle zusammen. Kann man vergessen, auch wenn es Ältere sind. Ein Frühstück machen für alle geht überhaupt nicht. Also deswegen, das finde ich ganz wichtig. Aber wir dürfen die Finanzen nicht aus dem Blick lassen. Das, denke ich, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wo kommt denn das Geld her für die Koordination? Und wer das also geklärt kriegt, dass es da wirklich Töpfe gibt, auf die wir zugreifen können, das wäre ganz toll. Guter Hinweis. Also da brauchen wir auch klare Deals. Ich gehe gleich zu Ralf René weiter, bitte. Genau. Ich wollte nochmal auf die Idee zurückkommen, die vorhin Frau Brendel ja auch geäußert hat. Es geht also um das Berufsbild und es wäre schade drum, wenn wir es zu eng fassen und auf einmal fallen uns da viele Menschen weg mit ihren Kompetenzen, mit ihren Potenzialen, die als Quereinsteiger reinkommen. Und eine Idee dazu wäre von mir, ob man so ein Credit-System, ein Punktesystem einführt, wie es ja auch im Studium ist, dass man bestimmte Felder aufmacht. In diesen Feldern müssen bestimmte Kompetenzen nachgewiesen werden. Und darüber ergibt sich dann eine Gesamtqualifikation. Das kann entweder aus einem richtigen Studium kommen, wie es jetzt zum Beispiel in Nürnberg der Fall ist, wie ich es verstanden habe, freiwilliges Management. Oder man kommt mit verschiedenen Kompetenzen und zusätzlich zu erwerbenden Qualifikationen im Laufe der Berufstätigkeit dann dazu, dass man sagt, nach 2 oder 3 Jahren habe ich sozusagen das Credit-System erfüllt und dementsprechend darf ich mich freiwillige Manager nennen oder Managerin nennen und das Berufsbild, das Berufsfeld ausfüllen. Ah, danke, das ist nochmal eine schicke Idee, Ralf René. Das können wir, glaube ich, auch nochmal im Sinne von so einer Matrix, stelle ich mir das jetzt gerade vor, ne? Was musst du machen und was musst du qualifizieren, damit bestimmte Anforderungen an dich tatsächlich auch berechtigt gestellt werden können, damit es dann auch entlohnt wird. Das hat ja einen ganzen Rattenschwanz von Konsequenzen.
Sehr gut, nehmen wir gerne mit. Und ich denke, Sophia, nur Mut, es sind immer noch, ne? Jetzt haben die ja alle sich unheimlich hier in die Riemen geschmissen, sind noch Minütchen übrig, bitte sehr. Ja, danke schön. Mein Punkt passt jetzt auch gut dazu. Ich wollte nämlich auch das nochmal aufgreifen, den Punkt der Flexibilität, der Wandelbarkeit innerhalb des Felds und aber auch der beteiligten Personen. Wie Carola schon erwähnt hat, haben wir das Beratungsforum Engagement für Geflüchtete in der Landesfreiwilligenagentur als Projekt, was mit den EhrenamtskoordinatorInnen in den Berliner Unterkünften für Geflüchtete arbeitet. Und da können wir nämlich auch sehr, sehr gut sehen und das vielleicht einfach gerade nochmal als kleine Illustration von dem, was Frau Brendel und Frau Holz gesagt haben in den letzten Minuten, wie sich sowas entwickelt und wie sich sowas wandelt. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche eine gemeinschaftliche Veranstaltung mit den Ehrenamtskoordinatorinnen, wo wir als Gruppe nochmal am Stellenprofil gearbeitet haben. Denn es gibt diese Stelle jetzt seit 5 Jahren und sie hat sich komplett verändert. Was wir ja auch schon gehört haben, Umstände ändern sich, die ändern sich in den Heimen, die ändern sich gesetzlich, die ändern sich gesellschaftlich und die Stelle hat sich also sehr, sehr stark gewandelt. Die machen immer noch Freiwilligenkoordination, die machen aber auch noch viele andere Dinge. Sehr spannend fand ich vielleicht, um das auch nochmal zu sagen, an dieser gemeinschaftlichen wir haben ein richtiges, größeres Dokument erstellt mit einem vollständigen Stellenprofil sozusagen, dass da eine große Einigkeit auch herrschte, dass bitte, bitte es Quereinstieg weiterhin geben soll, dass es weiterhin ermöglicht werden soll. Genau, also jetzt gerade, das waren jetzt so 40 Ehrenamtskoordinatorinnen von derzeit ungefähr 65, die tatsächlich arbeiten. Also schon der Großteil dieser Gruppe ist sich da sehr, sehr einig. Die haben auch Vorschläge gemacht, dass sie sagen, also Qualifikationen im Projektmanagement zum Beispiel sind sehr, sehr wichtig und weitere Dinge. Soziales Studium ist natürlich auch nicht schlecht, aber es sollte eben offen gehalten werden, denn das hat das Feld in den letzten 5 Jahren mit, also wir hatten immer so um die 80 Unterkünfte in Berlin mit einer Durchlaufquote von ungefähr 1 Jahr, die Ehrenamtskoordination bleibt, maximal. Das heißt, wir haben viele, viele Menschen gesehen und betreut und unterstützt in den letzten 5 Jahren. Und da war wirklich alles dabei, alle Berufshintergründe, von Ausbildung bis Promotion auch alles dabei. Und das hat durchaus auch ausgemacht, wie wahnsinnig gut diese Arbeit sein konnte in den Unterkünften. Genau. So viel vielleicht nochmal als kleinen Einblick aus unserer Praxis hier gerade. Ja, das war jetzt 5 Jahre Beratungsforum, Engagement für Geflüchtete im Kurzdurchgang. Vielen Dank dafür, Sophia, weil ich glaube, das sind ja so Learnings. Also wir können ja nur den dynamischen Wandel in der Gesellschaft mit ihren gesellschaftlichen Herausforderungen und Fragen beobachten und daraus dann eigentlich in der Konsequenz ableiten, wie müsste Freiwilligenmanagement aussehen, weil die Freiwilligen Ehrenamtlichen repräsentieren letzten Endes die Ausschnitte aus der Gesellschaft. Frau Holz. Ja, ich würde ganz gerne noch was sagen, auch was Frau Brendel gesagt hat, zu diesen Mindeststandards. Also mein Anliegen an alle ist, es müssen nicht immer die Mindeststandards sein, weil die werden sehr gerne dann nochmal unterlaufen von Finanzierungsgebern, von Gesetzgebern, wie auch immer. Und ich glaube, manchmal dürfen freiwilligenbasierte Bereiche auch denken, ich leiste eine gute Arbeit. Und dafür brauche ich die und die Ausstattung. Also die meisten neigen ja dazu, sich immer zurückzunehmen und zu denken, ja, das ist ja Engagement, das ist ja, ich gebe das ja gerne, ja. Aber auch für dieses gerne Engagement muss es eine gute Basis geben. Und das ist wirklich was, was die Hospizentwicklung in den letzten Jahren gelernt hat. Immer nur Mindeststandards, die aktuellen Verhandlungen, es krankt immer noch daran, dass die Kassen sagen, wie, da steht aber nur eine. Da steht nicht 1,1, 1,2, da steht eine. Und deswegen gerne Standards, keine Mindeststandards. Ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank dafür, Frau Holz. Also ich sag mal, alle, die sozusagen jetzt die Tarifanpassungen in unserem Bereich auch vielleicht ein bisschen mitgeschnitten haben, könnten sich den Begriff der sogenannten guten Arbeit gemerkt haben. Und das war ein langer Verhandlungsprozess zwischen Senat als geldgebender Instanz und den verschiedenen eben
Projekten, dass wir nicht nur Arbeit, sondern gute Arbeit entlohnt bekommen. Ich glaube, das macht einen enormen Unterschied, auch in der Bewertung schlussendlich. Danke dafür. Ja, es gäbe wahrscheinlich noch vieles zu sagen, aber ich finde, mit Blick auf die letzten 90 Minuten ist aber auch einiges zusammengekommen. Ich freue mich, dass wir das im Rahmen eines runden Tisches haben, so ein bisschen auch werterhaltend mit begleiten und zusammenbringen können. Und Susanne, ich glaube, mit Blick auf die jetzt nicht mehr fragenden, sondern eher reflektierenden Gesichter, könnten wir und dann noch sozusagen als Punktlandung des heutigen Tages den runden Tisch beschließen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese vielen, vielen anregenden Aspekte. Und wir sind ja jetzt als Landesfreiwilligenagentur, darf ich das mal so sagen, nicht unbedingt neu im Feld. Aber wir lernen beständig. Solange wir in diesem Bereich arbeiten, sehe ich mich als Lernende und es geht immer wieder von vorne los, weil wir uns eigentlich nur an den Veränderungen der Gesellschaft und an der Dynamik, das war oft halt ein Thema, auszurichten haben. Das sehe ich als meinen Auftrag an, das höre ich bei Ihnen. Das sehe ich dann aber auch als den Maßstab an, mit dem wir wahrscheinlich das Freiwilligenmanagement in seiner Vielfältigkeit, mehrfach heute gesagt, und in seiner Dynamik und seiner Entwicklungskraft ja vermitteln müssen. Also nicht nur betrachten, sondern auch vermitteln müssen. Also von meiner Seite an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für alle Beiträge, alle Fragen, alle guten Gedanken, auch alle Erfahrungswerte. Wir versuchen, die zusammenzutragen und in diesem Fachkreis weiter sorgsam und qualitätsvoll voranzutreiben. Das wäre es von mir und dann gebe ich jetzt an dich ab, Susanne. Ja, ich danke dir, Carola, und zuallererst natürlich auch ein herzliches Dank von mir an alle, die mit beigetragen haben zu der heutigen Sitzung. Und ich hätte noch vier kleine Hinweise. Mein erster Hinweis wäre, ich habe ganz viel notiert und all das, was heute gesagt wird, Carola hat es auch schon gesagt, wird natürlich auch im Fachkreis an der einen oder anderen Stelle noch zur Sprache kommen. Der zweite Hinweis ist, die Dokumentation finden Sie bald auch auf unserem YouTube-Kanal. Da werde ich Ihnen auch nochmal den Link schicken, sobald die Freischaltung erfolgt ist. Der dritte Hinweis ist, der nächste Fachkreis Freiwilligenmanagement trifft sich am 3. März, auch wieder in digitaler Form von 10 bis 12. Und mein letzter Hinweis, den ich geben möchte, ist, aus dem Fachkreis Freiwilligenmanagement ist eine eigene Unter-AG entstanden, die sich nochmal mit Tätigkeitsprofilen, Stellenprofilen von Freiwilligenkoordination und Freiwilligenmanagement auseinandersetzt. Und wir suchen noch fleißige MitstreiterInnen. Also wer daran Interesse hat, gerne eine E-Mail an mich. Meine Kontaktdaten sind bekannt. Ich poste sie aber auch gleich nochmal im Chat. Das soll es gewesen sein mit Hinweisen und ich möchte einfach auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank, bleiben Sie gesund, bleibt gesund und wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle natürlich wieder. Danke. Und eine schöne Adventszeit. Es muss auch mal wieder Ruhe einkehren auf den vielen Schreibtischen. Alles Liebe, alles Gute, bis bald.